SRF Kids News Planet an Erde? Okay, hallo? Hör mich jemand? Ah, jetzt ist glaube gut. So, in dieser Folge nehme ich dich mit auf eine Reise durchs Weltall. Wir finden zusammen heraus mit dem Kinderreporter Alessandro, wie dass es sich anfühlt, zum Schwerelos sein. Und wir treffen zwei richtige Astronauten. All das jetzt in deinen SRF Kids News. Es freut mich sehr fest, bist du mit dabei. Herzlich willkommen. Ich habe dir eine Quizfrage mitgebracht. Und wie man bei einem Raketenstart so schön sagt, 3, 2, 1, los! Warum sind wir Menschen auf der Erde nicht schwerelos? A. Wegen der sogenannten Erdanziehungskraft. Oder B. Wegen der sogenannten Erdmagnetplatte. Die Lösung verrate ich dir noch in dieser Sendung. Das Herz klopft so richtig fest und du kannst auch gar nicht stillstehen. Bist du auch schon mal so richtig nervös gewesen? Dann geht es dir gleich wie am Kinderreporter Alessandro und einem Haufen Kinder, die vor ein paar Tagen zu Luzern im Verkehrshaus waren. Sie haben dort nämlich zwei richtige Astronauten getroffen. Und ich bin auch richtig froh, dass sich der Alessandro getraut hat, zum Fragen, wie das man denn im Weltall überhaupt aufs WC geht. Ich wollte Astronaut werden, 100%. Und dann kam die Nachricht, dass man 10 Jahre lernen muss. Und dann habe ich gesagt, ja, schade. Dann habe ich etwas anderes gesucht, dann habe ich Pilot herausgefunden. Und nach dem Pilot werden will ich direkt noch Astronaut werden. Das ist für mich gut und cool. Sputnik! Der Alessandro ist aufgeregt. Saturn V, Evolution. Zu Recht. Er trifft heute nämlich die zwei einzigen Schweizer Astronauten, den Claude Nicollier und den Marco Sieber. Was war dein grösster Traum? Als Kind, meinst du? Ja. Ja, ich glaube schon Astronaut. Ich glaube, es ist für mich etwas vom Spannendsten, was es überhaupt gibt. Es ist natürlich erstens mal ein grosses Abenteuer und natürlich auch das Technische, oder, dass es überhaupt möglich ist, dass Menschen dort oben leben können, ist für mich so spannend, dass, ja, dass ich das mal machen kann, ist ein grosser Traum für mich, der in Erfüllung geht. Welche Anforderungen sind für dich überraschend? Dass man ein guter Teamplayer ist, dass man gut mit Leuten zusammenarbeiten kann, dass man gut mit anderen Leuten, nicht nur beim Arbeiten, aber auch in der Freizeit kann Zeit verbringen und das ist vielleicht etwas, was viele Leute am Anfang nicht so sehen, aber es ist echt sehr wichtig, weil wir sind dann 6 Monate lang in so einem kleinen Raum und müssen zusammen leben können, oder? Und dann kann man nicht einfach schnell vor die Tür gehen. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges für Astronauten. Ich will eben Astronaut auch werden. Ja. Hast du für mich einen Tipp? Gute Note in der Schule und mach das, was du liebst, was du wirklich gerne machst. Danke vielmals. Gerne. Mach's gut, Alessandro. Alles Gute und viel Spass. Und viel Erfolg auf dem Weg zum Astronaut. Er ist mega nett. Er hat mega viele Träume wie ich. Ich hoffe, er wird bald fliegen. Der Marco Sieber ist ganz frisch Astronaut und hat seinen ersten Flug ins All noch vor sich. Ganz anders ist das beim Claude Nicollier. Du hast einige Fragen für mich? Ja. Okay, Alessandro. Er war schon 4 Missionen und hat insgesamt 42 Tage, 12 Stunden und 5 Minuten im Weltall verbracht. Was war dein schönster Erlebnis im Weltall? Das erste Mal während einem Weltraumspaziergang am 23. Dezember 1999. Und ich bin außen gegangen mit Raumanzug. Man muss immer einen Raumanzug haben, wenn wir draußen gehen. Man kann nicht sehr gut leben, so mit leichten Kleidern. Und wenn ich das Teleskop berührt habe mit meinen Händen, das war ein sehr spezieller Moment in meinem Leben als Astronaut. Ja. Was ist das für ein Gefühl, schwerelos zu sein? Ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl. Da die Idee, dass man das ganze Volumen benutzen kann. Man kann nach oben gehen und man kann die Füße auf die Decke haben oder die Füße auf den Seitenwand. Ich finde das fantastisch. Also, wenn du die Gelegenheit hast, einmal in deinem Leben in den Weltraum zu gehen und in der Schwerelosigkeit zu sein, du wirst das sehr, sehr viel, sehr gern haben. Ich weiß. Ja, danke. Wie geht es aufs WC im Weltall? Also, wie geht man aufs WC?
Es war ganz, ganz normale Paletten, außer dass man muss sich anschnallen, natürlich. Ja? Ja. Hier auf der Erde muss man nicht, aber da oben muss man sich anschnallen, bevor man die Toiletten benutzt. Ja? Ja, also sie konnten sich anschnallen, also sie gingen aufs WC und konnten sie direkt machen, was sie sollten machen. Ja, und dann es gab einen Luftstrom, das die Schwerkraft ersetzt, um das zu bringen, wo es zu gehen muss. Ja. Ja, danke vielmals für das Interview. Das war ein Vergnügen für mich. Viel Glück für dich. Danke. Ja. Der Alessandro kennt sich ja super aus und darum glaube ich, dass er ein richtig guter Astronaut wäre. Wenn du in den Himmel schaust, dann siehst du amix ein Flugzeug, ein Heli oder einmal eine Drohne. Und hast du gewusst, um unsere Erde herum kreist auch eine Raumstation. Der heisst ISS. Das ist ein Labor im Weltraum oben, wo Astronautinnen und Astronauten für mehrere Monate arbeiten. Sie forschen dort oben zum Beispiel zum Thema Schwerelosigkeit. Astronauten, Astronautinnen und auch alle anderen Dinge schweben in der internationalen Raumstation ISS schwerelos herum, weil sie alle zusammen eigentlich die ganze Zeit fallen. Wie bitte? Ja, wirklich. Das Ganze hat mit der Schwerkraft zu tun. Wenn uns hier auf der Erde etwas aus der Hand rutscht, zum Beispiel eine Tasse, dann fällt es runter. Peng. Alles wird ständig von der Erde nach unten gezogen. Darum reden wir auch von Erdanziehungskraft. Das Besondere, während etwas fällt, hat es scheinbar kein Gewicht. Das liegt daran, dass nichts von unten dagegen drückt. Auch die Tasse wiegt auf dem Weg zum Boden quasi ganz kurz nichts. Vielleicht kennst du dieses Gefühl vom Trampolinspringen. Für einen winzigen Moment spürst du dein Gewicht nicht und fühlst dich schwerelos. Ist das Fallen vorbei und die Füße berühren das Trampolin, spüren wir unser Gewicht wieder. Das Gefühl der Schwerelosigkeit ist vorbei. Zurück zur Raumstation ISS. Sie ist zwar 400 Kilometer von der Erde entfernt, aber die Erdanziehungskraft wirkt dort oben trotzdem immer noch so stark, dass die ISS eigentlich, wie die Tasse, auf die Erde herunterkrachen müsste. Warum das nicht passiert? Die ISS rast beim Fallen die ganze Zeit superschnell vorwärts. Sie hat eine Geschwindigkeit von 28.000 Kilometern pro Stunde drauf. Sie düst nur deswegen nicht einfach geradeaus und verschwindet auf Nimmerwiedersehen ins Weltall, weil sie gleichzeitig von der Erde angezogen wird. Dadurch nimmt die ISS quasi den Weg dazwischen und saust in ihrer sogenannten Umlaufbahn immer um die Erde herum. Man könnte auch sagen, die ISS fällt die ganze Zeit im Kreis. Und alles, was darin ist, fällt genauso schnell mit. Und erinnere dich an die Tasse, während etwas fällt, ist es quasi schwerelos. Darum erleben die Astronautinnen, Astronauten und alles andere in der ISS Schwerelosigkeit. Ich habe gerade richtig viel gelernt. Und du? Vielleicht hast du ja auch sogar die Quizfrage richtig gelöst. Und die richtige Antwort ist A. Das richtige Wort heisst Erdanziehungskraft. Wegen dieser sind wir nicht schwerelos. Apropos Erdanziehungskraft, für die Astronautinnen und Astronauten ist es nach ein paar Monaten schwerelos sein, gar nicht so einfach, um sich wieder normal zu bewegen auf der Erde. Sie müssen zum Beispiel wieder lernen, das Gleichgewicht zu heben. Auch der Alessandro, unser Kinderreporter, er träumt davon, um mal schwerelos zu sein. Wir sind leider zusammen nicht im Weltraum, dafür aber in einem Windkanal auf Winterthur. Der runde Raum, den Alessandro und seine Gruppe gerade anschauen, das ist jetzt ein sogenannter Windkanal. Je nachdem, wie gross und schwer eine Person ist, wird viel oder weniger Wind von unten aufgepustet. Bei der Person, die jetzt gerade am Fliegen ist, bläst der Wind mit 182 km pro Stunde. Das ist viel schneller, als deine Eltern auf der Autobahn fahren dürfen. So verliert man die Erdanziehungskraft und fühlt sich wie schwerelos. Der Alessandro staunt nicht schlecht. Und dann geht's los.
oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, ich habe einen Leck im Kopf. Was sieht das jetzt da los? Und dass ich nicht gegangen. Es ist irgendwie wie beim 5 Meter Sprungbrett im Schwimmbad. Du musst dich einfach los, einfach so. Bam. Du kannst dich frei fühlen. Ich fand es schwierig, gefunden, das mit dem Auf- und Abgehen, weil ich nicht wusste, ob ich so machen muss oder so. Also, er hat es schon vorher gesagt, aber ich habe es nicht so gut kapiert. Aber ich habe dann gelernt, dass man muss einfach so muss und geht schon auf. Und am letzten Mal bin ich ganz oben gegangen. Und es war toll. Aber kann man diese Schwerelosigkeit mit der im Weltall vergleichen? Ich war zwar noch nie im Weltall, ich würde sagen, im Weltall ist es wirklich schwerelos und da hast du ja so ein bisschen zu kämpfen mit der Luft, die dir entgegenbläst. Es schwebt, also es ist sicher vom Gefühl her, denke ich, ähnlich, aber du hast natürlich mit dem Wind, was im Weltall mutmaßlicherweise nicht hast. Und etwas ist auch noch anders, der Lärm vom Wind. Es ist echt laut, echt krass, toll. Ich habe mich echt schwerelos gefühlt. Deswegen war heute ein spezieller Tag für mich. Kinder, die Radio und Fernsehen machen, von dem haben wir noch viel mehr davon auf srfkids.ch. Schneug dich dort gerne mal durch. Oder du kannst dich gerade auch als Kinderreporterin bewerben. Das würde mich sehr, sehr freuen. Wir sind in einer Woche wieder für dich da. Es würde mich freuen, wenn du dabei bist. Und nicht vergessen, SRF Kids abonnieren.